klar, das ist Extremsituation und Adrenalin schießt durch den Körper, das ist, aber einfach rausgehen, das Beste draus machen, Spaß haben. Desto näher es kommt, desto nervöser wird man, aber man sollte sich nicht zu viel Kopf darüber machen. Also es fühlt sich gut an, weil ich auch hier viele Bekannte habe, die kommen auch alle zuschauen. Leichter Druck, aber fühlt sich gut an. Je näher Ring of Fire kommt, umso größer wird die Anspannung. Da geht es den Nachwuchskämpfern genauso wie den gestandenen Athleten. Am Samstag kommt eine Mischung aus jungen und schon erfahrenen Kämpfern zum Einsatz. Für mich sind alle Highlights am Abend, weil jeder Kampf ist auf einem hohen Niveau. Und die Highlights des Abends werden natürlich diese Kämpfe, die über 5 Runden gehen werden. Da sind 2 Ring of Fire Titels. Die Lokalmatadoren Sami Ahmeti, Florian Nisseri und Tim Rothe haben erst wenige Kämpfe gemacht oder geben ihr Debüt. Ziele und Träume haben sie genauso wie schon erfolgreiche Kampfsportler. Weil es auch für mich ein großer Schritt ist, in Profi einzusteigen und da auch mein Können zu beweisen. Vielleicht irgendwann mal einen Titelkampf machen. Ich möchte selber über meine Grenzen gehen und also mein persönliches Ziel ist es, dass ich mal einen Titelkampf bestreiten kann. Vor 10 Jahren hat Trainer und Promotor Agron Kotisi mit Ring of Fire begonnen. Die Zusammenstellung aus Kämpfen im Boxen, Kickboxen und Muay Thai hat er beibehalten. Auch die neue Generation, die Debutanten im Profiboxen oder auch im Kickboxen, die jetzt Erfahrung sammeln sollen und werden. Die bekommen die Möglichkeit, wenn sie auch Leistung auf Turnieren zeigen. Einmal mehr wird es im Bürgerhaus unter Schleißheim um Titel und um erste Bewährungsproben vor großem Publikum bei einer Kultveranstaltung gehen. Ich erwarte, dass ich am Samstag gewinne, dass ich Erfahrungen mitnehme und auch für die Zukunft mich steigere. Also ich freue mich auf einen harten, fairen Kampf. Von daher gehe ich mit Zuversicht zum Samstag in den Ring rein und werde hoffentlich auch gewinnen.